wir gehen dir schauen. Moin. Salut. Moin. Ja, gut, hallo. Ja, ganz gut. Okay, wow, das ist ja schon lange ein Band. Wollt ihr mal ein bisschen erzählen, wie ihr überhaupt zusammengekommen seid, wie ihr auf den Numm gekommen seid, ein bisschen so eine Introduktion zur Band? Ja, alles geht es effektiv schon ein Zeitchen. 2010? 19, ja. 19. Mhm. Das ist schon ein bisschen mehr wie 10 Jahre, aber nicht mehr wie 11. Und ja, wir sind Kollegen, die an einem selbischen Dorf gewohnt haben. Jetzt mal jetzt mehr drei. Wir kennen das schon seit der Spielschule. Und dann, wo wir auf Satjam kommen sind, haben wir das eine coole Idee von gehabt, eine Rockband zu sehen. Mhm. Zum Beispiel, weil der Bier nicht mehr noch mal ganz viel Guitar Hero gespielt. Okay. Und da sind wir Vakanz. Und dann haben wir gesagt, ich komme hier die richtigen Instrumente. Und dann haben wir Drums gespielt. Und das dann bei seinem Busaré an den Busra geklommen. Und haben wir hier gefroht, Lust hat mal zu machen. Und du hast das ganz so gefangen. Genau, und dann später, genau wie ich nämlich, wie nie. 2014, Mängnisch. 2014, Mängtchen. Ich auch, als ich als Christoph dann dabei kam. Und du hast einfach perfekt ergänzt. Und seitdem machen wir Musik zusammen. Okay, cool. Und The Num, gibt da eine spezielle Geschichte? Hm. Ja. Oder? Also, vielleicht will Billy dir erzählen. Ja, ich schmecke. Ich bin von ganz am Anfang ernst gehischt, aber du warst schon eine Band, die hat ihn um. Okay. Und die waren noch schon dann ganz ein bisschen mehr bekannt, wie mehr, komischerweise. Und dann haben wir evaluiert, okay, wir brauchen einen neuen Num. Und weil wir alle noch ziemlich jung waren und nicht so weit evaluiert haben, haben wir okay gedacht. Wir haben tatsächlich just zwei Drumsticks, die auch ein bisschen am Arsch waren, wenn du so guckst. Und du hast dann Only Two Sticks genannt, weil wir wirklich zwei Drumsticks hatten und das ganze Existenz hat am Funk drauf aufgehängt, ob die Lofuti okay. gehen. Hatte ich nur einen von den Verlösern. Ja. Okay. Dann nicht mehr. Genau. Okay. Interessant, aber. Und wie geht es dann für Songs zu schreiben? Also, sie da immer zu summen oder sammelt ihr ein bisschen Ideen? Und wodurch, so am Sinn von, durch was da lief oder von der anderen Musik lauscht oder wie funktioniert das so bei euch? Also, wir machen davon ganz klassisch. Wir schreiben Lieder normalerweise alle gut und immer zu summen. Okay. Am Profsaal, dass meistens immer in den eine Idee hört, den mhm. den klassischen Weg. Und dann die Jan und den Darren, die sich ganz viel um Lyrics kümmern. Und ja, du stehst da noch ein bisschen Bedeutung immer, du Hanna. Mm. Die schon nicht weiß, mir die kann die Jan da ganz gerne. Okay. Bedeutung, da gehen viele Geschichten. Ne? Ich meine, ich werde es immer ziemlich als persönlich momentan Gefühlsgedüse. Und oft sind Texte aus Diskussionen, die ich mit deren hat, halt entstanden, mhm. wo man halt einfach ein bisschen Pseudo-Philosophie hat und dann deep Gespräche hat. Genau. Mhm. Und da ist einfach, ja, ist als persönliche Gefühle ausgetauscht tun und halt wird man auch halt stark mit dieser Musik verbannen, mehr spielen da, was man fehlen halt. Mhm. Mir noch ganz viel Hartmusik immer gelauscht hat oder ein bisschen mit Dark Sachen so mal. Mhm. Und ja, genau. Da machen wir uns immer stark identifiziert, wir wollen dem halt drei bleiben. Okay. Genau, und Lyrics sind am Anfang so ein Akkompagnement zu dieser, zu den Emotionen, die wir hatten. Vielleicht würde Christoph noch absuchen. Ja, also du schaust so viele Lyrics. Ich meine, die meisten Lieder sind instrumental. Aber das ist aber nicht, dass man eine Bedeutung hat, ohne aus dem Englisch. Also, es sind viel. Also, es geht halt mehr wie Angmanea. Sachen auszudrücken, meine ich. Und es sind auch Lieder, die sich einen Text tun, den aber schon nicht gesucht wird. Mhm, okay. Das heißt, voilà, ich meine, da können wir ein bisschen vom Konzept dieses Schwarzen, weil mir sie seit, Mensch, vier Jahre am Gang ein Album zu produzieren. Okay. Den, voilà, das ist natürlich ein bisschen gebremst gehen durch, voilà. Und auch durch das aber viel. Also, dass Darren dann auf der Uni war und die Anderslo und so ist das hier geplündert. Und voilà, auf jeden Fall ist also es aber so, dass dem, mit dem Album zusammen auch ein Gedichtband oder so, kann ich nicht nennen, dabei
gehört, den sich Songs erklärt und halt aber auch die Songs, wo kein Text dabei ist. Mhm. Vor allem sind wir irgendwie an der finalen Phase. Sind wir zwar schon seit 2 Jahren, aber es nähert sich immer mit dem an, dass er tatsächlich gleich fertig ist. Und voilà. Also, wenn ich so wollte, ist einfach, dass eben viel auch die Instrumentallieder trotzdem vielleicht einen lyrischen Hintergrund tun, den natürlich mehr eine große Interpretationsbasis hat, aber wenn das bis alles fertig ist, dann kann ich dann auch nur lesen, was mir alles dabei gedacht hat. Cool, okay, ich bin gespannt. Nee. Das ist ganz schlecht von so Sachen. Nicht schlimm, weil die nächste Frage geht am Anfang darüber, was lasst ihr oder ihr 2 Videos rausbringt. Mhm. Weil wir ein bisschen darüber erzählen, Konzept, weil die sind ja ganz kreativ, aber wenn ihr so in der Folge ein bisschen, also gerne auch die 2 erklären. Also ich werde mal versichern und dann kann der Jan aufspringen, okay. Wenn ich, egal was schwatzen. Okay. Mal den ersten Video, der war schon ganz interessant, weil den hatten wir am Anfang Matzen an der Quarantänezeit, wo wir die probiert zusammen zu gestalten. Und okay. Da wird doch die Konzeption vom Video sich komplett geändert. Wir haben dann uns überlegt, okay, dann sieht für ihn, wenn sie rausgehen, so holt Bilder oder Fotos und die gehen dann zusammengestacht. Mhm. Und dann am Video gesagt, das ist ein Free Party Bomb Video, von dem wir schwatzen. Da haben wir mal, von dem Punkt, dem Jan seine Schwester ist, und sie tanzt dann so 3-mal so 3 verschiedene Personagen. Mhm. Und all Personage und all Tanz haben so eine gewisse andere Bedeutung von puncto Kontrolle, Balance und was war das dritte? Und Movement, genau. Und am Anfang für das Konzept von dem Three-Body-Problem halt darum zu gestalten. Und das ist etwas, was aus der Physik entstanden ist. Also, wie kann ich zum Beispiel den Tanz zwischen 3 so Solarkörper, so, wie kann ich das erklären? Wie kann sich das wie kann du Zukunft so. Bisschen wie, ja, wie gesagt okay. Zukunft und sagen 3 Körper dann so und froh ist es am Anfang komplett chaotisch und das sind dann den wir sind nicht wirklich so wo denn hier geht. Und da so ganz simpel für den Three Body Problem ausgedrückt und dann haben wir ein zweites Video den Calvadori was ganz interessant war, haben wir Matzen über 12 Stunden so während der Nacht so gefilmt, also in einer Keller, so am Keller von Billy. Okay, bei ihm daheim am Keller. Und du war auch so, wenn in den Text so ein bisschen nur lauscht, du am Anfang so den Monolog von einem Narrator, der ganz düster ist. Und das war am Anfang auch ein Text, den der Jan für Anomaly Anatomy geschrieben hat. Und dann haben wir gesagt, am Anfang können wir den für ein totes Lied benutzen, für dann alles ein bisschen mehr zu konnektieren. Und am Lied selber gesagt auch so, zum Beispiel, wie 2 Sklavenlose verkettet sind und probieren sich so selber zu befreien. Und wir haben halt, wir spielen, wie man halt auf der Band so spielen, wir haben alle eine Maske so. Und geht ein bisschen darum, so, ich würde kennen so ein Zwiespieltigkeit von einer eigenen Geist so. Für du bist so zwischen einem und dem anderen so. Getorn so ein bisschen an der Zeit so, und an wie kann ich da auch ein bisschen lesen. Und es sind halt viel so Konzeptionen am Album. Ja. Okay, krass. Das ist ja, ne, es sind noch viel von den Konzeptionen, wo man lo vergisst von an dem Moment. Hey, ja, weil immer viel zu viel, wir denken immer viel zu viel über die Sachen. Und ja. Okay. Und so in den nächsten Rums wie Liste vielleicht. Die spielt nur Rimmel Konzert. Wie fühlt ihr euch nur so lange Zeit? Es ist doch heute schon gut und froh, wenn wir von dir dann los. Also wir sind alle gut und aufgeregt. Ja, ich glaube. Weil ihr so wirklich die echte Kehr seid. Ja, so aufgeregt sind wir. Und okay. Ja, weil ihr schon wirklich... Lang hier, aus Münster letztes Jahr ein Autokino gespielt. Ja. Das war auch okay, mit war halt nicht das. War nicht das. Das war nicht das Publikum, das war Flotz und Schein und ein Auto. Gut getut, aber nur 4 Leute drin, und plus auch noch mit einem guten Kollegen von Pleasing, wo wir da können spielen. Also, wir sind schon ein bisschen nervös, wir sind präpariert.
wir sind am Gang, präpariert zu sehen. Mir schmeckt aber gar nicht. Ja, ja. Ist gut. Schmeckt aber ganz gut. Cool, okay, aber schreib mich. Können also pleasen. Ja, ja. Naja, okay, cool. Okay, auf die nächste Probe und spielen. Okay, well, dann kommen wir auch schon zu den. Wie wird schon froh, Schatz? Ich hab so. wenn dir kennt, in der an irgendeinem Film oder einer Serie oder so sind, die da wahrscheinlich gesehen wird, im Moment, wen will da ein Kissen überleben? Ein Personage aus dem Film, Serie oder. Egal, wie sollst du? Du kannst ja entweder ein Personage oder wenn du einfach kennst, du mit, genre an der Welt drin sind, für ihn da oder das für dich. Ich meine, sie haben eine Antwort. Ja, das ist alles gut. Ja. Okay. Also für mich wäre Kung Fury, weil das mein absoluter Lieblingsfilm ist. Okay. Das ist halt so ein epischer Kopf. Das ist schwer zu erklären, weil das ist wirklich mega blöd. Ich bin der Kung Fury, und mein Partner ist der Triceratops. Und wir bekämpfen quasi den Hitler, den aus der Zukunft, aus der Vergangenheit an Gegenwart kommt. Und wir müssen dann zurückreisen, wenn wir reisen zu weit, und dann muss man Laserdinosaurier bekämpfen. Okay. Ihr den Tor aus dann weiter an 1940 zu schicken, und dann können wir da weiter. Und ich ging das schon gerne kommen. Okay, cool. Oh, nee. Das klingt vielleicht ein bisschen cheesy und dafür bin ich froh, dass ich nicht sehr oft einfach bin. Aber ich stehe aber noch immer dazu. Und gibt es halt so die eine britische Serie, die heißt Skin. Ja. Yeah. Die ein Kerl geguckt hat, wo ich mir jung war. Ich war ziemlich Fan. Okay. Geht einfach um Jugendliche, die Jugendliche sind. Aber British Style. Und, nicht, ja, und ich kann das wissen nicht. Also, dem Moment habe ich mal gesagt, wow, ich wäre so gerne lo, bei ihnen, dann gibt es gerne mal leben. Gleichzeitig habe ich aber gemerkt, dass ich da auch irgendwie auf Menge Adweiser lebt, Menge Friends und alles. Weil, ja, dann den auch vielleicht auch Into the Wild. Okay. Ah, Darren, das ich habe probiert, darüber nachzudenken. Und okay. Das ist ein ganz schwerer Froh. Ich weiß nicht, wie ihr so selber in die Antwort kommen seht. Weil das ja, yeah, the Billy works in mysterious ways. Ja, ne? Ja. Ich musste nehmen über den Film nur denken, den wir letztes Jahr beim für den Autokino gespielt haben, die Invisible Man. Wir haben angefangen, das gar nicht mit uns zu dienen. Das ist ein Horrorfilm. Nee, das ist keine Horror-Experience. So, das ist am Anfang. Das ist am Anfang mit Spaß und. Mehr ja, will du nicht lange ausdrücken. Ich will einfach keine Antwort für den Film. Okay. Ich komme dann gleich zurück. Okay, 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 okay. Hast du genug Zeit, Christoph? Nee, ich weiß nicht. Nee, dafür ging ich mich dann einfach mal an den letzten Film, den ich gucke, war versetzen. Das war die Neuverfilmung von Dune. Und die ist schon schick an der Schwange. So Visuals. Also, keine Ahnung. Du sagst ja toll, so, du sagst die Visuals an dem Film. Also, das ist Wahnsinn. Und ich meine, das ist einfach etwas, was sich an diesem Universum nicht so ganz viele wie das, was so viel mal. Nein, ein Beispiel, also Interstellar zum Beispiel, die ganze Szene am Ozean. Also, verrückt. Und so, ich meine, das Gefühl, was den da kriegt, von der größten Ordnung, das eigentlich richtig zu erleben, das wäre schon heavy. Okay. Voilà. Okay. Und dann schon meine letzte Frage. Also du kannst die erste beantworten oder als Band, du kannst vielleicht beantworten, wie erlebt. Aber von der Kinder keine Dinnerparty organisieren, mit egal wem, wie ging da mit dir, können sie vielleicht wieder wollen und was ging das herwehren? Aber vielleicht können wir noch mal cool, wo ging das machen? Also ich meine, hey, all die schönen Leute, die müssen mal bei mir dabei sein, ich kann noch ganz viele Leute dachten. Patrick und, so, und all die Leute, all die Kollegen. Und so. Du brauchst keinen, nicht irgendeinen großartigen Manni, den ihr könnt. Ich will meinen Kollegen tun und ich meine, wir gehen einfach alle gut, so Essen teilen. Wie, ja, ein bisschen cheesy. Also, ich sieht für ihn etwas mitbringen, ich sieht für ihn gegen den anderen etwas gehen, so wie ihn halt möchte. Das wird das gegen mich direkt durchgehen. Und einfach mal mit vielen Leuten, weil das so die letzte Zeit nicht gegangen ist. Einfach alte Kollegen, wie früher, also zusammen, einfach schittfrei, gut getrunken, gut gegessen.
Und die anderen Sachen, all, voilà, das wäre so, so den Ultimum, mein Mensch. Ja, genau. Ja, du schläfst nicht mehr schön. Okay. Ich habe ein bisschen Spice und Sauce zu bringen. Ich weiß nicht. Designer von Faith No More. Faith No More. Ja, Mike Patton, ja. Mike Patton, bist du Bungle. Yeah. Willi, weißt du ja schon, dass du eine Kung Fury gewonnen hast. Ja. Darin, wie willst du erlöden? Am Funk, ich ging den Billy erlöden, weil Helo gerade übersprungen ist. Wir sind auch am Funk, ob das auch schon seit Welle lang wie der Christoph. Zumindest, weil wir als Band immer die Tradition haben, so, man nennt sie Grillen. Und dann, egal ob es mega kahl ist oder drehend, wir haben irgendwie immer so Grillofen und all wieder so in der Hall. Und das war immer so ganz schön. Einfach nur so erst mal in Delen. Mhm. Und ja. Leif Light, so mit Allwürden. Und dann vielleicht so ein, zwei Surprise Guests. So. Okay. RuPaul wäre schick. RuPaul, ja. Ich ging zwar schon noch Poly für alle, für so kleine Privatkons. Oh ja. Mit vier Band RuPaul. Mit gibt's mal Karte. Oder, nee. Poly für vier Band von RuPaul. Oh, ja. Weil du setzt kein Drag Queen, dann hat ihr schon gesagt. Nee, das ging ja auch mal. Grillparty. Jüdrin, hei, egal wie, den ich kenne, alle Kollegen. Okay. Und dann eben Diana. Voilà. Und Grillen, ja. Mhm. Pizza. Ja. Das war ein gefährlicher Spruch. Ja, voilà. Ich weiß nicht mehr. Buffet Continental. Okay. Ja. Viel Kaffee. Da, zum Moos Kaffee. Okay. Ja. Okay. Symptom. Ja, Kaffee, ja. Ja. Und wo? Dann bei ich. Immer, ja, perfekt. Ja, okay, Symptom. Können wir mal. Eiffelturm. Ah ja, mal ja. Urban, wo die gibt ja Restaurants. Aber Bausen. Aber Bausen, ja. Ich wiederhole nicht, weil der Herr das wahrscheinlich nicht. Mehr um Eiffelturm, Urban, Bausen. Okay, ja. Das ist ein guter Antwort. Matschine Rangel. Okay, cool. Voilà. Und Symptom. Okay, ja. Und dann, vielen merci. Vielen merci auch. Das ist Lunch, komm mal. Oh, gerne. Ja. Und viel Spaß, Mur. Wir hoffen, es wird gut. Wir hoffen, es wird gut laufen. Ja, genau. Ja, sicher. Und Symptom. Cool, okay. Merci. Und,